Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Diesmal musste ich mich etwas beeilen, weil der Timer noch zu, gering ist. Das war nämlich einfach Bowser. Meinen alten Freund. Ganz zufällig im Bowser Cup. So, jetzt muss ich das hier gewinnen. An dem Bowser Cup habe ich schlechte Erinnerungen im letzten Spiel gehabt. Der war mir etwas zu schwierig, wo ich teilweise eine Stunde gebraucht habe und mit Safe States arbeiten musste. Ich hoffe, das ist diesmal nicht der Fall, jetzt wo ich auch das OP-Card von Bowser habe. 3, 2, 1. Komm schon, ich will direkt Erster sein. Das wäre optimal. Und ich bin Fünfter. Aber lustig, dass ich mir jetzt direkt meine Items aussuchen konnte. Die wahrscheinlich gar nicht mal so gut sind. Oh nein, diese Stelle, ich hasse sie. Ernsthaft. Ich sehe schon, auf was das hinausläuft. So. Zack. Ja, ich arbeite diesmal mehr mit dem Abbremsen. Was ich ja im letzten Part herausgefunden habe. Dass es ganz nützlich sein kann. Auf die Idee hätte ich vielleicht mal eher kommen sollen. Aber okay. Habe ich schon alle Coins? Ne, hier liegen noch ein paar. Alter, spammt mich doch nicht so voll. Wo der erste Platz rumgammelt. Wie soll ich das denn im Leben einholen? Also in diesem Leben. Vielleicht so ist er ja in meinem zweiten ein, aber in diesem nicht. Komm. Zack. Magnet bringt mir jetzt aber nicht viel, weil ich hier, glaube ich, schon alles eingesammelt habe, was Münzen angeht. Ja gut, hier kann ich mir noch ein paar zurückholen. Bowser springt da viel zu weit. Ja, das wird nichts. Aber so bin ich wenigstens Bowser-los. Ich bin, glaube ich, kein Fan von seinem Kart. Und ich habe die Mario Coins verpasst. Wow. Ja, sein Kart ist ja echt nicht gut geeignet. Naja. Wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Was hoffentlich heute noch passieren wird. Geschafft habe ich es jetzt mit Pac-Man und seinem coolen Kart. Your Kart becomes heavy beim Heavy Mushroom. Der auf keinen Fall eine Anspielung ist auf die Metal Cap. Okay, ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, aber sollte mir recht sein. Und jetzt kriegt Blinky sein Kart. Das ist doch nett. Hatte ich mit Blinky schon gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann sogar sein, dass ich mit dem anfangs schon gespielt hatte. Ah, die Castle Wall. Ich nehme jetzt übrigens. Der Stern ist gar nicht mal so gut. Ich glaube, den Stern kloppe ich auch raus. Ich glaube, ich nehme jetzt. Was bringt das eigentlich? Ich mag Mario Land 2, von daher nehme ich mal dieses Item. Wo ist der Magnet? Hier. Ich glaube, das ist meine neue Kombi. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt diese Anfangssequenz nicht mehr als Thumbnail nehmen kann. Weil da immer dieses
Kreis in der Mitte ist und alles blockiert. Das ist sehr belastend. Weil bei Teil 1 habe ich das immer so als Thumbnail genommen, also im Hintergrund. Aber jetzt muss ich mich wohl nach neuen Alternativen umsehen. Beziehungsweise, ich bin jetzt mittlerweile gar nicht mehr mal mehr so ein Fan von Thumbnails. Einerseits, weil ich etwas zu faul bin, die zu machen. Wobei es eigentlich nicht mal der Hauptgrund ist. Sondern weil ich finde, dass man, wenn man jetzt diese Thumbnails sieht, die ich mache, dann weiß man nicht, worum es in dem Part geht, was da passiert. Wenn ich jetzt das automatisch generierte benutzen würde, dann sieht man ungefähr, was da ist. Aber wenn ich die Thumbnails mache, da ist so ein Bild drauf. Man sieht das Bild, man sieht das Logo vom Spiel. Und mehr sieht man nicht. Deswegen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich den noch überhaupt... Ich habe mir vielleicht überlegt, nur für Part 1 Thumbnails, also das Thumbnail zu machen. Das halte ich für ganz... für eine ganz lustige Idee. Also, was heißt lustig, aber... das halte ich jetzt so fürs Beste. Wäre das Optimalste. Ich könnte eigentlich mal dieses Item einsetzen. Ich glaube, ich habe sogar schon alle Mario Coins, oder? Ja, hier drauf zu springen ist ein bisschen sinnlos, weil... wenn ich hier drauf springe, kriege ich halt kein Item. Da muss ich Prioritäten setzen, deshalb ich lieber ein Item oder die kürzere Zeit. Jetzt kriege ich schon wieder Magnet. Der Magnet bringt mir im Endeffekt jetzt überhaupt nichts mehr. Ja, wobei die Abkürzung schon praktisch ist. Und zack. Ja, die Abkürzung ist besser. Uff, Standbild des Jahrtausends. Hat sie es jetzt aufgehangen? Das wäre etwas, was ich dich sehr begrüßen würde. Nein. 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 Ja, es läuft, es läuft. Holy shit, Junge, ich hatte gerade so Angst. Ich hatte gerade so Angst, es nochmal neu aufnehmen zu müssen. Ich hatte gerade bestimmt 10 Sekunden ein Standbild. Oh mein Gott. Das setze ich mir doch direkt Safe State. Oder warte, ich mache das später. Was gibt's diesmal? Oh, Pac-Man. Pac-Man-Hammer. Ah, jetzt fehlen wieder 3 Coins. So ist jetzt den Safe State. Weil nicht jetzt, sondern jetzt. Ja, jetzt müsste er gesetzt sein. So, ich nehme wieder diese Items, weil ich die am besten finde. Here we go. Juha. Hä? Ich wollte eigentlich gerade den Magnet einsetzen, aber er hat es einfach nicht eingesetzt. Kann man natürlich auch machen. Muss man aber nicht. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich am besten da lang fahren kann. Weil irgendwie fehlt mir da noch. Warum habe ich den Magnet jetzt eingesetzt? Ja, irgendwie fehlt mir noch der perfekte
Wobei, das war ziemlich gut. Okay, ich sehe schon, wie Platz 1 schon wieder zu weit weg ist. Das könnte schlecht aussehen. Ich kann nur hoffen, dass er dann diese Nadeln fährt. Und her, mein Mario Land 2 Item wird euch jetzt holen. Oh, hier sind gar keine Mario Coins mehr. War schon alle eingesammelt. Schade, beziehungsweise nicht schade, weil ich sie dann habe. Komm her, Mario. Wobei, so viel bringt mir das nicht. Weil Platz 1 halt zu weit weg ist. Das ist viel zu oft in dem Spiel so. Die hinteren Plätze ballern sich die ganze Zeit ab und der erste Platz ist weg. Vielleicht ist der blaue Panzer gar nicht mal so scheiße als Alter. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, zweiter. Ja, okay, wir sehen uns gleich, wenn ich erster war. Oder bin. Geworden bin. Ah, noch eine Runde! Oh shit, Junge! Der Reifen muss wieder funktionieren. Egal. Ja, 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 ja! Scheißegal. Ich sehe trotzdem noch genug. Oh, wie verdammt knapp das war! Oh shit. Es war einfach richtig knapp. Naja, Interrupting Frame oder was auch immer, ist mir egal. So, was gibt's diesmal? Hoffentlich ein neues Kart. Oh, ist Mario Kart. Das gleiche wie aus Mario Kart DS. Das ist lustig, weil das von Blinky ein Flugzeug ist, oder? Ja, ich bin jetzt kein Experte. Vielleicht ist es auch ein irgendwas anderes, was fliegt. Flugzeug, Zeug, das fliegt. Na, jedenfalls ist es so ein fliegendes Ding, was auch Bowser in Mario Kart DS hatte. Was ist denn das für ein Mikrofon? Kann ich da was sagen? Und dann... Ach, da muss ich dann bestimmt einen Gegnernamen sagen und der wird dann angegriffen. Das wäre sogar richtig gut. Das wäre richtig gut. Ist das ein Bug? Dieses Kart von Blinky spackt gerade richtig ab. Irgendwelche Lichtbugs oder so. So sieht das aus. Sieht lustig aus. Aber vielleicht soll es auch so sein. Man weiß ja nie. Warum sind die schon wieder so weit weg? Was soll das? Warum seid ihr so schnell? Und warum unterstützt Pac-Man Blinky nicht? Ihr seid zwar nicht unbedingt Freunde, aber ihr kennt euch doch. Aus dem gleichen Spiel. Gut. Das kann ich dir nur zurückgeben. Was mir gerade auffällt, diese Dinger, die Karmic verteilt, sind mir eine große Hilfe, weil die anderen dann einen riesen Umweg fahren müssen, währenddessen ich die Abkürzung nehmen kann. Also danke, Karmic. Echt ein netter Kerl. Uff. 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 So schlecht habe ich noch nie eine Kurve genommen. Das ist jetzt nicht übertrieben. So schlecht habe ich noch nie eine Kurve genommen. Zack, nehmen wir die Coin noch mit. Ich fahre gerade richtig beschissen. Das gebe ich zu. Ich fahre richtig schlecht.
Wenn ich das noch gewinne, dann kann ich wirklich alles schaffen. Warum rutsche ich denn immer so aus der Kurve? Diese Abkürzung ist echt OP. Ich hab's einfach noch auf den zweiten geschafft mit diesem Fahrstil. Der richtiger Müll ist. Einfach erster mit dieser. Easy, Junge. Und dann noch alle Münzen. Kranker Shit. Au, komm, schnell, schnell, schnell. Das ist manchmal richtig knapp dort. Da kann ich mich an Teil 1 erinnern. Das war richtig knapp. Ah ja. Jetzt geht's schon zur Challenge. Broadcasts only your place. Check ich nicht. Ja, daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt beim ersten Mal. Okay, kein Sound. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ist auf jeden Fall weird. Aber diesmal habe ich schon endlich viel Zeit. Schieß doch dein Item ab! Was ist denn das? Ich krieg's wieder nicht hin. Hä? Warte mal, da konnte ich irgendwie hochspringen. Da war doch was. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Taste ich drücken muss, aber... Ich weiß halt, ja, das ist sehr physikalisch, was da passiert. Ich weiß immer noch nicht, welche Taste ich drücken muss. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ja, ich glaube, ich muss zuerst R2 und dann L2 drücken irgendwie. Ja, so ein bisschen nacheinander. Mit einem kleinen Delay. Oh. Ja, Blinky, du sagst es auch. Easy. Viel Spaß in der Lava, King Bowser. Aber ich glaube, man muss es nicht mal schaffen. Weil bei Teil 1 musste man es auch nicht schaffen, glaube ich. Ich glaube, da musste man es auch nicht schaffen. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, was gibt's dieses Mal? Schon wieder ein Special Frame. Und das Blinky-Item. Shoots backward, blind enemy with a flash, irgendwas. Wenn es jedes Mal zu schnell weggeht. Ja, das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Part.